Herzlich willkommen, meine lieben Freunde bei Windborn. Da sind wir wieder. Folge 16 heute. So, Windborn hatte ich ja eine Zeit lang jeden Tag. Ist jetzt wieder ein bisschen zurückgeschraubt worden zugunsten von Minecraft. Aber wir werden trotzdem weitermachen am Wochenende jeweils und werden jetzt mal weiter gucken, dass wir. Was wollte ich sagen? Ach, jetzt bin ich ja wieder völlig zerstreut. Und wollen mal weiter gucken, dass wir die Quests weiter erfüllen. Ah, guck mal, hier ist schon unser Wüstenhaus. Wir sind ja da schon ein Stück weit gekommen. So, jetzt gucken wir mal. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Man kann hier neuerdings voten. Was heißt neuerdings? Ist schon eine Weile her. Was man für Verbesserungen haben will, finde ich ziemlich cool, dass die User an dem Spiel im Prinzip indirekt mitarbeiten können. Und wir gucken mal, was gibt's denn hier? Wie viel können wir denn voten? Ach so, wir können den Prioritäten geben. Okay. Adventure-Charakter, Adventure-Optional, Kampf. Ob man kämpfen kann. Bessere Quests mache ich mal auf 3. Sozialzeugs auf 3. Sozialzeugs auf 3. Achso, man kann nur 1 voten, oder was? Achso, 3 Stück kann man voten. Okay. Dann, was mir am wichtigsten? Ich möchte exploring. Auf jeden Fall. Ganz wichtig. Dann möchte ich mehr Djinn-Interaktion und mehr Wildnis. Und drittens möchte ich Kampf. Wo ist Kampf? Na, hier, Optional Combat. Okay, Submit. Okay. So. Jetzt haben wir mal unsere unsere Wünsche gepostet. Und jetzt fangen wir an. Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich muss jetzt erstmal wieder gucken. Es war ja eigentlich ganz simpel, war so. Da habe ich letztens gesehen, das ist hier, das sind eigentlich Fundament-Dinger, aber ist egal, daraus können wir auch was machen. Wie viele Blöcke haben wir denn noch? 80. Oh Gott. Und wir sollen den Tempel aus 100 Blöcken bauen. Aus 100 Desert-Blöcken. Was haben wir noch so an Desert-Blöcken? Jetzt habe ich vergessen, wo ich das Inventar aufrufen kann. Mal gucken, ob wir hier nochmal. Ich habe vergessen, wie ich das Inventar aufrufe. Ach Gottchen. Sag mal, regnet es draußen? Ne, das ist das Geräusch vom Ofen hier, war oder was? Ne, das ist ja Wüstenwind. Guck mal, das will ich hier mal abbauen. Ja. warte mal, wo ist denn mein Inventar jetzt? Jetzt hör aber auf. Wo war denn das? Hier, guck mal da. Die Tasche ist das. Inventar. Ich habe echt vergessen, wie ich mein Inventar aufrufen kann. Habe ich da irgendwie mir Notizen zu gemacht? Nö. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, das ist ja jetzt ein bisschen peinlich. Jetzt sind wir schon über 3 Minuten. Ich habe ja schon 2 Wochen nicht mehr gespielt. Ich hatte die Aufnahmen alle an einem Tag gemacht. Welche Taste war denn das Inventar? Hier könnte ich mich bewegen. Komm, wir machen mal hier noch Fundamentblöcke ran. Mal gucken, ob er das zählt. So. 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 Jetzt haben wir hier mal. Hat er nicht mitgezählt? Oh Gott. Weil es außerhalb des Fundaments ist, oder was? Können wir uns denn noch was Schönes craften? Ach, hier, bei C. Okay, Gott sei Dank. So, Wüsten. Hier. Warte mal. Desert Set. Oh, da haben wir aber schon ganz schön viel. Warum können wir das nicht craften? Haben wir kein Rezept oder was? Wood Planks brauchen wir dafür. Ach, eine Highborn. Ne, ich wollte nur das Wüstenset, wenn es geht. Haben wir doch nicht so viel. Das ist jetzt das reine Wüstenset, oder? Hier, ne, Wüstenset. So. Kolumkap.
Desert-Schrank, Tür, Foundation als Fundament, Pillar, ist der normale Block, Desert-Tisch, Desert, hier ist die Desert-Mauer, was braucht man, Sandstone, Steine, Sandstone-Bricks, die müssen im Ofen erstmal gebrannt werden, okay. Wir werden mal gucken, ob wir im Ofen jetzt Sandstone-Bricks brennen können. Ach, hier haben wir Keramik wie bescheuert gebrannt. Okay. Keramik haben wir ohne Ende. Aber Sand. Ach, guck mal hier, Sand. Und was müssen wir da reinmachen? Kohle zum Beispiel. Zack. Nein, nicht Glas. Weg. Nein, ich will kein Glas. Ich wollte Sandstone-Bricks haben. Achso, das ist nur Sand. Hier haben wir Sandstone. Ach, wir haben schon feine Sandstone-Bricks. Was können wir denn daraus bauen? Können wir aus... Okay, lass uns mal nochmal gucken. Was können wir denn aus Sandstone-Bricks bauen? Das konnten wir bauen, war genau. Da haben wir Feinsandstone und daraus können wir Desert Foundations brennen. Achso, da braucht man auch Keramik für. Okay, wir müssen noch normalen Sandstein abbauen, denke ich mal. Das ist ja jetzt eine ganz schöne Herausforderung. 80 Block haben wir erst. 80 Blocks. Und wir brauchen aber... Ach nee, wenn wir 80 schon haben, ist doch cool. Dann brauchen wir nur 20. Das ist doch Sandstein, oder? Sand. Nee, Sand wollen wir nicht. Warum ist denn das hier Sand? Ich dachte, das ist Sandstein. Da 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 da. Versuchen wir mal halbwegs ordentlich zu machen, damit das nicht ganz so verlusert aussieht. So. Man kann übrigens mit diesen Djinns, mit diesen kleinen Gestalten, da kann man übrigens neuerdings Handel betreiben, werden wir nachher mal machen. So, jetzt haben wir 24 Sandstone, okay. So, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich mich da zurückspawnen kann, wie das war. Ich glaube, ich sollte mir mal einen kleinen Zettel machen mit der Tastaturbelegung. Also die Grafik finde ich ja richtig schön, nach wie vor. So, Minecraft für Pazifisten, ha. Aber dank meines Votings jetzt für Kampf, wird ja bald Kampf dann eingeführt. Ich frage mich nur gegen wen, da müssen wir erstmal noch ein paar Monster einbauen. Und Waffen muss man dann noch craften können. Ist ja im Endeffekt doch relativ bescheiden, was man bis jetzt craften kann. Ich meine, das Spiel ist nicht billig. Ich hoffe immer, dass sie sich ja motivieren lassen und das Geld auch wirklich reinstecken. In die Entwicklung. Und sich jetzt nicht eine Insel in den Tropen kaufen, um sich da einen ruhigen zu machen. Weil so ein Spiel, das läuft natürlich, du könntest jetzt im Prinzip, das ist interessant, du könntest jetzt im Prinzip einfach das weiter bei Steam laufen lassen, gar keine Updates mehr machen. Nur noch so kleinere, einmal im Jahr. Und dann würdest du trotzdem noch tausende Dinger verkaufen. Ach, guck mal, der Mond, wie schön. Ach, so eine schöne Grafik. So eine schöne Musik. So, gucken wir mal, ob wir jetzt aus dem Sandstein irgendwas Schönes craften, bauen können. Warte mal. So, können wir jetzt... Warum können wir eigentlich nicht... Achso, da fehlen uns wahrscheinlich noch Rezepte. Wir müssten noch mehr Rezepte bekommen. Aber wir kriegen das als Rezept... Kriegen wir doch erst, wenn wir... Guck mal, warte mal. Wir können ja hier mal bei dem Desert... Das ist doch ein Desert-Schrein, oder? Hier? Kriegen wir da ein Rezept? Nö. Ein feinen Desert-Schrein. Okay, den normalen Desert-Schrein haben wir, glaube ich, blöderweise... Ach, guck mal. Die Scheiben, was sie für einen schönen Effekt hier haben. Cool.
Warte mal, können wir hier eine normale Desert-Wand wäre für mich interessant. Sandstone-Bricks, okay. Da müssen wir, glaube ich, in den Ofen rein. Hier. Und müssen jetzt hier Sandstone-Bricks brennen aus Sandstone. Okay. Ey, warum kann ich den Sandstone da nicht reintun? Sandstone. Stove. Oder muss ich die schneiden? Ah, die muss ich ja mal schneiden am Cutter. So, fein Keramikbricks. Okay. So, und superb Keramikbricks und Sandstone. Okay, wir haben ein Iron Blade, das reicht ja mal eine Weile. So, jetzt macht ihr uns ein paar schöne Sandstone-Bricks. In der Zeit können wir ja mal draußen gucken. Was können wir hier noch mal? Ach, guck mal, das sieht aber hässlich aus. Das mache ich mal weg. Oh, das sieht aber auch hässlich aus. Wie war denn das mit dem Anheben? Musste man da nicht irgendwie. Aha. Ah ja, okay. Ah, hier kann man so ein bisschen. Ah, okay. Bisschen terraformen. Habe ich jetzt aber nicht so die Lust zu. Da. Hier war ich schon mal, oder was? Hier habe ich mich ja eindeutig rausgesteckt. Hallo. Das ist aber eine tiefe Höhle. Uiuiui. Ach du Scheiße. Na Gott sei Dank stirbt man hier nicht. Können wir ja mal ein bisschen Zeugs hier abbauen. Eisen ist natürlich immer gut. So. Weißt du, bevor wir uns hier langweilen, während die Sandstone-Bricks hergestellt werden. So, sehr schön. Na? So. Da. Da ist noch mehr Eisen, aber da. Ah, guck mal, eine Truhe. Cool. Ist ein Rezept drin. Ja, ein Highborn-Rezept. Highborn Arsch, ein Stück Sandstein, okay. Gut. Kiste nehmen wir natürlich mit. Können wir gleich aufstellen in unserer Wüstenbehausung. Und das Eisen hier hätte ich auch ganz gern, aber nicht, dass ich dann runterfalle. Ja, es fällt natürlich runter. So. Was holen wir uns gleich? So, juhu. Und hier, was ist denn das hier? Kohle? Ah, schön. Kohle lässt sich ja relativ leicht. Ah, da steht Dirt. Ist nur Dirt, ist gar keine Kohle. Ach doch, Granit. Jetzt haben wir Kohle. So, mal gucken, ob das da funktioniert mit unserem Desert-Dings, dass wir die nächste, ich sag immer den Quest, der Quest, warum auch immer. Dabei heißt es ja die Quest, die Aufgabe. Guck mal. Wow. Ach, hier kannst du raus aus der Höhle. Hier kommst du ja runter in so ein. Waren wir hier schon mal? Boah, das ist irgendwie ganz unten. Guck mal hier. Hier waren wir noch nie. Wow. Wow. Und da von da oben kommen wir eigentlich. Junge, Junge. Wir sind aber trotzdem noch in der Wüste, aber irgendwie ganz unten. Irgendwo in einem Canyon oder was? Und da ist ja Wald. Ah, Eisen, ja. Eisen nehmen wir natürlich mit. So. Ich muss ja mal sagen, durch diese Blubberblasen macht natürlich hier das Abbauen der Rohstoffe macht totalen Spaß. So. Ich glaube, mein Inventar ist so langsam auch voll. Guck mal, hier muss ich ja schon mal gewesen sein. Ich würde ja jetzt am liebsten würde ich jetzt zurück, Dingsen, habe ich auch vergessen, wie das geht, wie man sich zurück beamt zu seinem Punkt. Na, komm, ich will hier hoch. Los, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Kann ich mich hier irgendwie hochstecken? Was nehmen wir da? Sand am besten. So, jetzt. So.
So. Ja. Okay, wir kommen wieder hoch. Sehr schön. Hallo. Schaf. Ja. 44 Wolle. Ah, guck mal hier. Vielleicht können wir ja hier mal mit den Djinns Handel betreiben. Kann ich euch das mal zeigen, wie das funktioniert? Das weiß nicht, ob das jetzt neu. Ach, guck mal, hier sind sie. Da muss ich jetzt wohl das, was ich handeln will, muss ich in die Hand nehmen. Sagen wir mal, wir nehmen mal Highborn-Rolle. Nehmen wir mal in die Hand. Okay. Mal gucken, ob das funktioniert. Und dann kann man die wohl denen geben. Hallo? Ginny? Ich will mit dir handeln. Skibber, ja. Warte, jetzt kannst du nicht mehr weg, oder? Interact muss ich machen, bestimmt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Taste ich habe. Hallo. Hallo. Ja, ich will jetzt handeln. Irgendwie kann ich das doch wegschmeißen. Wie war denn das? Wie kann ich das denn wegschmeißen? Warte mal, gibt's hier eine... Aha. Crafting Guide, okay. Mist. Da muss ich mich nochmal vorbereiten. Ich weiß nicht mehr, wie ich das wegschmeißen kann. Vielleicht mit... Tja, dann wird es wohl nichts mit dem Handel hier mit den Genies. Können wir dann erst in der nächsten Folge machen, weil ich nochmal die Tastaturbelegung checken muss. So, da. Ohoho. Und ich will ja zurück in die Wüste. Guck mal, da ist mein Turm ganz weit weg. Ja, in die Wüste, in die Wüste, in die Wüste, in die Wüste. Da oben müsste irgendwo mein Häuschen sein. Aber ich glaube, ich bin. Herrlich, herrlicher Anblick, herrliche Location. Da ist mein Wüstenhaus, siehst du? Haha, mein Wüstenhaus. Dann bauen wir erstmal weiter und dann gucke ich mal jetzt zwischen der Folge und der nächsten Folge nochmal nach der Tastaturbelegung. Und zwar mal Handel treiben können mit den Genies, weil man muss irgendwie das Handelsgut muss man irgendwie in die Richtung von denen werfen und ich wusste jetzt nicht, mit welcher Taste ich das wegwerfen kann. Und dann kriegt man von denen was. Manchmal ein schönes Rezept. Manche Sachen wollen sie auch nicht haben. So, jetzt gucken wir mal hier. Drei Sandsturmbricks, was ist das denn? Ach, das Ironblood. Oh, ey, da gehen wir hier auf Spaziergang. Fein Sandsturmbricks. Normale Sandsturmbricks. Okay. Der macht dann im Endeffekt so viel. Wie können wir das überhaupt stacken? Fein Granitblocks. Ach so, es gibt dieses Grün. Diese grünen Dinger kommen immer übereinander. Dann gibt es noch dunkelblaue. Ah, okay. Wir haben ja sogar zwei Smaragde und zwei Saphire. Ja, mach mal schön. Mach mal hier Sandsturmbricks. Gucken, vielleicht kann ich jetzt schon was Schönes bauen. Genau das will ich nämlich machen. Nehme ich dann einfach für ein Dach. Ich habe ja noch nicht genug Rezepte, leider. Wo ist denn das Zeug? Desert Pillar, Desert Pillar, Desert Pillar, Desert Pillar. Hier. Mal gucken. Ach so, wir haben ja auch noch die schöne Truhe, war? Die haben wir noch mitgenommen. Da können wir jetzt mal ein bisschen Zeug reinpacken. So, wenn wir die Truhe mal aufstellen. Hier in unserem Wüstenhäuschen, was natürlich sehr klein ist, gebe ich ehrlich zu. Und warum der hier Abstand hat von der Wand, weiß ich auch nicht. So. Jetzt werden wir mal so ein paar Sachen, von denen ich glaube, dass wir die vorläufig nicht brauchen. Werden wir die mal hier reinpacken. So. Oh, guck mal, Öl. Öl werde ich mal vorsichtshalber behalten. Ist ja interessant.
Stonezeug. Eisenbarren, wow. Woodsticks, Marblebricks. Also eigentlich sollte man, glaube ich, alles, was so in der, mit der Wüste zu tun hat, hier lassen, wa? Ach, gar nicht so einfach. Das lassen wir mal hier. Dann haben wir hiervon ja noch 100.000 Millionen. Lassen wir auch mal hier. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Ich denke mal, es reicht erstmal. Die Glasscheiben kann man noch kombinieren. Oh, lassen wir erstmal so. So, wie sieht's denn aus hier? Können wir mal 32 Sandstone-Bricks. Hier, machen wir noch mehr Sandstone-Bricks. Hier haben wir die superben Sandstone-Dinger. Und die feinen Sandstone-Dinger. Na, wo sind sie? Ist schwer zu erkennen. Irgendwie gab es auch eine Taste, dass man die dann gleich so wie bei Minecraft so rein, also dass man die übereinander packen kann. Weiß ich auch, habe ich auch vergessen. Ich muss mir echt eine Tastenliste mal machen. Gut, 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 gut. Dann gucken wir mal. So, dann würde ich mal probieren. Also erstmal werden wir uns mal ein paar Pillars noch machen. So viel wie geht. Die werden wir jetzt oben aufs Dach bauen, in der Hoffnung, dass das anerkannt wird als Wüstendingsbums. Oh. 22 ist natürlich richtig viel, oder? So. Guck mal, gehen wir mal da hoch, oder bauen wir die hier ran gleich? Ah, okay, es funktioniert. Dann sind wir ja gleich fertig mit unserem Wüstentempel. So. Die sehen aber auch nicht so schick aus, wa? Die sind ja ganz schön... Hast du da noch so eine... naja, ist egal. Wir nehmen die so, wie sie sind. Regnet es da halt rein. Bis jetzt gibt es, glaube ich, noch gar keinen Regen. Hauptsache, wir haben dann erstmal hier unsere Quest erfüllt. Das Ziel ist ja sowieso, später dann mehr ein Let's Show zu machen. Mal gucken, dass man da schöne, wenn man die Quests alle erfüllt hat, dass man dann schöne Häuschen baut und so. Ist ja Putzeschloss. Sandstone Bricks? Glaube ich nicht. War da nicht drin. Doch. Fein Sandstone Bricks. Da haben wir sie wieder. Kann ich eigentlich aus diesen feinen Sandstone Bricks? Das habe ich ja schon mal geguckt. Oder? So, komm, machen wir noch ein paar. Du, 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 du. 5 Stück, 6 Stück, 7 Stück. Ah, okay. Mach die mal da ran. Ach, wir sind komplett. Ja! Wir haben den Quest erfüllt. Dann können wir gleich. So, jetzt sind wir soweit hier erstmal fertig. Mit unserem Dings kann man das hier überhaupt jetzt. Die Highborn-Roll können wir nicht benutzen. Scheinbar haben wir alle Highborn-Rezepte schon entdeckt. Wie sieht es denn jetzt aus hier? Naja, es geht. Es geht. So, Tür haben wir wieder zugemacht. Es geht einigermaßen. Hauptsache, wir haben die Quest erstmal erfüllt. So, und jetzt runter. Juhu! Wir könnten uns natürlich auch hin teleportieren, aber die Map ist ja so unglaublich klein. Es lohnt sich ja gar nicht. Haha. Ping. Wolle haben wir auch ohne Ende. Weiß noch gar nicht, was ich mit der ganzen Wolle machen soll. Na, guck mal, die fallen scheinbar nicht von alleine ab hier. So. Ach ja. Gut, ein bisschen Wolle nehmen wir mal auch mit. Obwohl wir gar nicht wissen, wofür wir so viel Wolle brauchen. Aber dieses Haus sieht doch schon mal nicht schlecht aus, oder? Hallo, Schafi. Wollis. Wolli heißen die ja. Wolli. 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 Ja. So, dann gehen wir mal zu unserem Drachenstein. Und gucken mal, dass wir... hier lang. Unseren Quester erfüllen. Sehr schön.
Hallo, Drachenstein. Ja, complete. Ja, was haben wir gelernt? Desert Fenster. Desert viereckiges Fenster. Was soll man jetzt machen? 20 Desert Windows und 20 Desert Windows Placen. Okay. So, können wir das Ding jetzt hier. Ah, okay. Wie war denn das jetzt? Ach, muss ich mir hier mit rechts anklicken, wa? Ah, okay. Desert Table, okay. Was können wir hier noch? Ah, hier können wir gar nichts mehr craften. Also die Highbound-Dinger, die haben wir scheinbar alle nicht craften. Da können wir das Rezept nicht mehr öffnen, wenn wir die alle haben. Vielleicht sollte man tatsächlich das Highbound-Zeug. Na gut, später kann man das ja auch alles noch kombinieren, die ganzen Packs, die verschiedenen. Hier ist, glaube ich, dieser Highborn-Bereich, wa? Na, guck mal, da haben wir hier Sandstone, den werden wir mal mitnehmen. Verschiedenstes Zeug hier, 200 davon. So. Dann werden wir mal. Das Zeug lassen wir hier. Das Zeug lassen wir hier. Das Zeug lassen wir hier. Stoffe. Wofür brauchen wir denn die ganzen Stoffe? Das Zeug lassen wir mal hier. Ganze Marble-Zeug. So, das reicht eigentlich am Platz im Inventar. So, jetzt sollen wir 20 Desert-Fenster craften und einbauen. Naja, gut, dann gehen wir wieder nach oben. Und zu unserem Häuschen. Und in der nächsten Folge werden wir dann noch diese Quest mit den 20 Fenstern erfüllen. Würde ich mich natürlich nicht wundern, wenn man dann einen Haufen Holz noch für braucht, für den Rahmen. Guten Tag, ihr habt ja kein Fell. Haha, so. Ich hoffe mal, ich komme jetzt hier hoch. Nein, oder? Sonst hätte ich mir da mal auf die Schnelle eine Treppe gebaut. So, das war's jetzt wieder. So, in der nächsten Folge zeige ich, das ist ja morgen schon, da zeige ich euch dann mal morgen, ja, denkt dran, morgen wieder vorbeigucken. Oh, guck mal da, da ist noch eine Truhe, wa? Nee. Da zeige ich 20 Desert-Fenster. Wow. Naja, gut. Machen wir vielleicht ein wie gewächshausmäßig ein bisschen. Da zeige ich euch ja mal, wie man mit den Jeans handelt. Da können wir nämlich diese Rollen, die wir haben, diese Rezeptrollen, die wir jetzt nicht mehr einlösen können, weil wir schon alle Rezepte haben von einer Highborn-Rollen, vom Highborn-Set. Die können wir nämlich tauschen bei den Genies und die kriegen uns eine andere Rolle. Ja, wir können auch bestimmte Gegenstände tauschen. Da kann man auf jeden Fall von denen noch Rezepte erhalten, ja. Gut, okay, meine lieben Freunde. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich gucke jetzt mal schnell, dass ich mir einen Zettel mit Tastaturbelegung mache, wenn ich da was finde. Guti, tschüss.